Kurz nachgefragt. Herzlich willkommen zu einer weiteren sehr wichtigen Ausgabe von Kurz nachgefragt. Es gibt im Rahmen der Corona-Krise unglaublich viele Zahlen, Fakten, Daten. Wir alle haben, glaube ich, das Gefühl, dass wir überladen werden mit Informationen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier in diesem Format Gästen einen Raum bieten, die uns diese Zahlen erklären können und die uns vor allem auch erklären können, welche Relevanz diese Zahlen in Bezug auf die Corona-Krise haben. Deswegen freue ich mich heute sehr über meinen heutigen Gast, Professor Dr. Stefan Luckhaus. Herr Professor Luckhaus, schön, dass Sie hier zu uns nach Hamburg gekommen sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe es mir hier notiert, Sie sind Seniorprofessor am Mathematischen Institut der Universität Leipzig. Das ist richtig, ja. Und Sie haben mitgemacht bei der Aktion Wissenschaft steht auf. Das ist auch richtig. Ja, ich habe da ein kurzes Video für gedreht mit der Hilfe eines Kollegen vom Institut. Und jetzt finde ich es spannend, was kann uns denn die Mathematik quasi über die Gefährlichkeit von Corona sagen nach jetzt knapp 15 Monaten? Ich denke, nicht nur die Mathematik, sondern generell die Daten, die wir haben, können uns einiges sagen. Und das bedeutet insbesondere, sie können schon seit langem uns sagen, dass Corona für Leute unter 50 im Wesentlichen statistisch keine große Gefährdung darstellt. So, jetzt muss ich dazu sagen, das wussten wir im Grunde genommen schon auch im April letzten Jahres. Das wussten wir schon aus den RKI-Daten, obwohl diese Daten, die RKI-Daten, einen Bezug nur erlauben zwischen den Toten in einer Altersgruppe und den gemeldeten Fällen zu setzen. Das nennt man in dem Jargon Case Fatality Rate. Heute ist ja alles Englisch, nicht CFR. Das hat aber natürlich nichts mit der Gefährdung zu tun, die von der Infektion ausgeht. Das hat einen etwas anderen, auch englischen Namen, Infection Fatality Rate, weil man eben halt fast alle Todesfälle, die mit Covid überhaupt nur zusammenhängen, heute praktisch erreicht oder verzeichnet, aber natürlich bei weitem nicht alle Infektionen erwischt. Das wissen Sie aus Erfahrung wahrscheinlich auch selber. Das heißt, wenn Sie sagen, schon im April 2020 war das eigentlich deutlich, haben Sie das auch versucht, der Politik deutlich zu machen? Selbstverständlich. Das habe ich gemacht und das können Sie auch nachlesen. Ich habe ja versucht, nicht nur in englischen Artikeln, die sich mehr an ein, würde ich mal sagen, naturwissenschaftliches Publikum, was schon eine gewisse mathematische Bildung natürlich hat, das darzulegen, was man weiß in der Mathematik. Ich habe das auch in deutschen Artikeln später dann mehr für die Öffentlichkeit versucht oder ich will mal sagen, auch für die Leute, die sich jetzt nicht mit Formeln auseinandersetzen wollen. Und diese Artikel konnte ich nicht unterbringen, bevor mir Herr Boris Reitschuster, den Sie vielleicht auch kennen. Den haben wir hier auch schon im Interview gehabt. Der hat mir eben halt die Möglichkeit gegeben, das einfach bei ihm als Gastbeitrag darauf zu stellen. Und im Zusammenhang mit diesem ersten Gastbeitrag hat er dann auch, da hatte ich ihm eben halt die Kopie einer E-Mail, die ich an alle Senatoren der Leopoldina, der Sektion Naturwissenschaft, der Klasse, naturwissenschaftlichen Klasse der Leopoldina geschickt habe und ihre Stellvertreter zur Verfügung gestellt. Sie waren ja Leopoldina Mitglied, darüber werden wir gleich auch noch sprechen. Das war eben halt in dem Zusammenhang mit diesen Ad-hoc-Stellungnahmen, Sie werden das ja wahrscheinlich, sagt Ihnen ja wahrscheinlich was, die ich sehr kritisch gesehen habe. Und da habe ich genau das auch schon geschrieben in einem Brief. Und ich denke mal, auch unsere Bundeskanzlerin wird darüber Bescheid wissen, denn einer der stellvertretenden Senatoren ist ja ihr Mann.
Vielleicht erklären Sie noch mal kurz diese Ad-Hoc-Stellungnahmen für unsere Community, für alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Also die Leopoldina hat die Funktion übernommen einer Nationalakademie. Und da hat sie sich auch eben halt aufs sozusagen verpflichtet oder wollte die Politik beraten. Und das geschieht mit diesen sogenannten Ad-Hoc-Stellungnahmen. Das heißt, sehr kurzfristig werden Stellungnahmen erarbeitet, im Wesentlichen von handverlesenen Mitgliedern und auch Nichtmitgliedern. Handverlesen heißt verlesen vom Präsidium. Und diese Stellungnahmen haben schon relativ früh den sogenannten Lockdown empfohlen. Und Sie wissen ja wahrscheinlich, dass der unter den Epidemiologen sehr umstritten war, um nicht zu sagen, während innerhalb der Medizin die meisten Virologen eher dafür waren, würde ich sagen, dass eine knappe Mehrheit der Epidemiologen dagegen war, und unter den mathematischen Epidemiologen war es eine deutliche Mehrheit. Zum Beispiel auch nicht jeder. Professor Ioannidis. Der ist jetzt mehr auf der statistischen Seite, aber gehört auch da rein. Aber auch Kollegen, mit denen ich immer diskutiert habe, die in dem jetzt mehr theoretischen Bereich der Bevölkerungsdynamik aktiv waren, waren genau wie ich der Meinung, dass der Lockdown kontraproduktiv sein könnte und dass man anders vorgehen sollte. Das ist nochmal substanziiert worden später von anderen Leuten, unter anderem von der Gruppe in Genf. Die haben das auch gesagt. Die ist relativ bekannt geworden durch ihre Studie, in der sie nachgewiesen haben, dass in Genf im April schon 10% der Bevölkerung mindestens die Infektion durchlaufen hatten. Also immun ist. Das heißt wahrscheinlich immunisiert ist. Immun und immunisiert. Also ich bin immer ein wenig ich möchte eine gewisse Präzision. Ja, wichtig. Sagen wir mal. Und diese Präzision. Es ist vor allem auch wichtig, dass wir es verstehen. Ja, also. Ja. Und ich möchte mal sagen, Immunisierung. Das hat unterschiedliche Aspekte. Das Immunsystem ist relativ kompliziert. Ich habe mir das erklären lassen. Ich habe zum Beispiel einen Bruder, der mir das gut erklären kann, weil er mit Labormedizin relativ viel zu tun hat und so weiter und so fort. Ich habe das auch nachgelesen, aber ich bin natürlich kein Immunologe. Sie wissen aber wahrscheinlich, dass es verschiedene Aspekte gibt, die man auch nachweisen kann nachher. Nicht, das ist einmal dieser Antibody-Aspekt oder man sagt auch Monoclonal Antibody oder früher sagte man Immunglobulin, Gamma-Immunglobulin dazu oder IgG oder was auch immer. Also es hat mehrere Namen. Das kann man im labortechnisch nachweisen, dass jemand eine solche spezifische Antibody-Antwort hat. Man kann aber auch eine andere, die über die T-Zellen läuft, also nicht direkt übers Blut, kann man auch nachweisen heute. Das habe ich auch erwähnt. Nicht? Es gibt diesen Test, der in Oxford entwickelt worden ist, ein sogenannter ELISpot-Test, der gewisse Proteine eben halt sowas wie Antikörper, aber es ist ja immer kein Antikörper. Hat andere Namen, Interferon, Interleukin, ist aber auch prinzipiell was Ähnliches nachweist, ein anderer Aspekt von dem erworbenen Immunsystem. Es gibt aber auch einen Test, der in Amerika gerade zugelassen ist, der direkt sozusagen Genomik von diesen T-Zellen nachprüft. Also es gibt viele Möglichkeiten, nachzuprüfen, dass es eine solche Immunisierung gibt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, diese Immunisierung hat eine gewisse Haltbarkeit. Und die Antikörper, die frei im Blut schwimmen, die haben keine besonders lange Haltbarkeit und die sind nicht eigentlich das, was die Immunisierung bewirkt. Sondern die Immunisierung wird bewirkt dadurch, dass man Zellen hat noch, die dann wieder anfangen können, das ganze Zeug zu produzieren. Und dann hat man noch eine andere Sorte von Zellen, die man sogar über mehrere Jahre oder viele Jahre hat,
die Gedächtniszellen, die dann ihrerseits es dem Immunsystem erlauben, Kopien von den alten Zellen, die es jetzt auch nicht mehr gibt, zu produzieren, die dann Proteine, Antikörper, Interferon oder was produzieren. Also es ist alles ein bisschen komplizierter, würde ich sagen. Nur, wenn Sie nach einer gewissen Zeit sich das angucken, was dieser Schutz ist, dann gibt es keinen, nach einer gewissen Zeit, das kann man auch ungefähr sagen, was das ist. Das ist, sagen wir mal, 2 Monate nach der zweiten Impfung, haben Sie nach der Impfung genau denselben Immunzustand oder fast genau den gleichen Immunzustand, wollen wir sehr präzise sein, wie nach einer Infektion im allgemeinen Fall. Und das können Sie auch an den Daten, die Sie eben halt observieren, können Sie das sehen. Ich meine, und lassen mich doch auf dieses jetzt mal gleich direkt eingehen. Wir haben auf der einen Seite haben wir die Daten aus Schweden über die sogenannten Breakthrough Infections. Da haben also die Schweden gucken sich jeden Einzelnen an, der noch mal Covid hat und dessen Zweitimpfung 14 Tage zurückliegt. Und dann zählen sie, wie viele Leute von denen sind denn gestorben und vergleichen das mit den Ungeimpften. Und in diesem Fall, bei dieser Gruppe, kommen sie auf einen deutlich geringeren, aber eben halt nur deutlich geringeren Sterblichkeitsfaktor. Das ist für diese schwedischen Daten, so wie sie im Augenblick da sind, ist das zwischen der Hälfte und einem Drittel der Sterblichkeit. Aber es ist eben halt auch nicht null. Nicht? Und ich habe das in einem anderen Video jetzt auch noch mal thematisiert. Das jüngste Opfer unter diesen Breakthrough ist in der Klasse, wo man, in der Altersklasse, wo man normalerweise keine Probleme hat. Aber es gibt es eben halt doch. Nicht? Das ist 43 Jahre alt in Schweden. Das gibt es. Also wenn ich sage, Covid ist eben halt für einen unter 50-Jährigen nicht so gefährlich, dann meine ich damit statistisch nicht so gefährlich. Und im Einzelfall sagt das nichts. Aber da will ich jetzt auch mal ganz klar und ganz hart sagen, ich kann überhaupt nichts mit diesem Spruch anfangen, der in diesem, diesem Kontext immer gesagt wird, diesem Spruch, jedes Leben zählt. Also, Weil wir bei der Verhältnismäßigkeit sind, weil er falsch angewandt wird. Wenn dieser Spruch heißen würde, es ist vollkommen ungerechtfertigt, das Leben eines Individuums aufs Spiel zu setzen, zum Wohl der Allgemeinheit oder was sonst, was immer das bedeutet. Müssen wir den Straßenverkehr sofort einstellen? Nein, das ist im Prinzip, wenn Sie eine Person haben, ja, und sie gefährden die bewusst, dann bin ich sehr klar der Meinung, das sollten wir nicht tun. Jedes Leben zählt, heißt, ich kann mir nie anmaßen, einen einer Gefahr auszusetzen, direkt und bewusst, weil ich sage, das wird irgendwie, was weiß ich, die Menschheit befördern. Aber wenn dieser Spruch in Wirklichkeit dazu verwendet wird, zu sagen, weil sie nicht garantieren können, dass der Einzelne bei dieser Strategie, von der ich gleich sprechen werde, einer Gefahr ausgesetzt wird, die er sonst vielleicht nicht hätte, also weil diese globale Strategie eben halt nicht garantieren kann, dass eben dieser Einzelne dadurch nicht zu Schaden kommt, dann ist es so, wie Sie sagen. Und das ist das, was passiert. Also es wird sozusagen die Diskussion darüber und die Beschäftigung, was statistische Daten aussagen, die wird einfach verhindert. Und das geht nicht. Denn Statistik, das will ich auch nochmal sagen, gerade Medizinstatistik, Vergleich von unterschiedlichen Strategien oder so, das ist etwas, das, wenn es richtig angewandt wird, Leben retten kann. Also in dem Sinne ist der Spruch, wenn er so verwandt wird, dann regt er mich auf. Obwohl, wenn er richtig verwandt wird, stehe ich voll dahinter.
Ja, das heißt, da sind wir ja auch dann gleich bei eben den Kollateralschäden und eben dieser Verhältnismäßigkeit, die ja dadurch dann auch sofort klar würde. Aber die soll irgendwie nicht klar werden. Nein, die soll nicht klar werden. Oder was heißt, die soll nicht klar werden? Ich glaube, manche Dinge werden auch einfach nicht, ja, die werden nicht gewusst. Oder es werden gewisse Artikel, wie zum Beispiel diese Studie aus Genf, die hat ja zwei Teile. Der erste Teil ist der ist noch rezipiert worden, würde ich sagen, wo man gesagt hat, okay, wir haben also 10% in der Bevölkerung gehabt. Das ist wahrscheinlich auch nicht richtig, wahrscheinlich sind es mehr. Da habe ich Gründe dafür, aber das will ich jetzt nicht ausbreiten. Das würde uns ein bisschen abseits führen. Das kann man aber in meinen Reitschuster-Artikel, ja, würde ich mal so sagen, nachlesen. Verlinken wir hier ja unter dem Video. Ja. Und das andere ist aber, man hat danach auch einfach mal nachgezählt, wer ist denn, also dass diese Studie ist abgeschlossen oder nicht abgeschlossen worden, aber die Ergebnisse der Studie bis zum 8. Mai, die gehen in diese Publikation ein. Und dann hat eben halt die Gruppe hat aber nachher noch einfach einen Monat länger gewartet, also bis zum 6. Juni. Und dann hat sie einfach gezählt, wie viele Leute sind denn gestorben in den verschiedenen Altersgruppen. Und daher kommt, das habe ich ja erwähnt, diese Zahl von größenordnungsmäßig 1 Promille in der Altersgruppe Sterblichkeitsrisiko, in der Altersgruppe 50 bis 65. Und dieses 1 Promille, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Wahrscheinlichkeit innerhalb von 2 Monaten? Das ist richtig. Also die Wahrscheinlichkeit innerhalb eines Monats in dieser Altersgruppe zu versterben. Im Monat April zu versterben in Deutschland, muss ich dazu sagen, das habe ich jetzt nicht für Genf. Aber das können Sie einfach beim Statistischen Bundesamt durch Division nicht rauskriegen. Die ist, wenn ich mich recht entsinne, 0,45 Promille, ja. Und dann können Sie ja sehen, dass das so ungefähr da übereinstimmt. Das sind Größenordnungen, nicht? Also es kann auch sein, dass es die Wahrscheinlichkeit ist, innerhalb von 3 Monaten zu sterben oder auch die Wahrscheinlichkeit, innerhalb von 1,5 Monaten zu sterben. Ne? Aber das ist so der Punkt. Und das sagt natürlich zwei Dinge. Das sagt erstens, man wird das in der Bevölkerungsstatistik gerechnet auf ein Jahr nicht sehen, was ja auch der Fall ist. Man sieht es nicht, in diesen Altersgruppen sieht man es nicht. Und man wird es außerdem, möglicherweise wird man auch diese Covid-Toten überschätzen. Das wird nicht so dramatisch sein, aber es wird auch den einen oder anderen Covid, vielleicht sogar ein Drittel oder sowas geben, der in Wirklichkeit gar nicht an Covid gestorben ist. Ja, weil ja auch immer noch die Frage ist, ob mit oder an. Das ist ja auch ein großer Unterschied. Und eigentlich müsste man ja auch obduzieren, was man ja auch nicht möchte. Das ist vollkommen richtig. Das spielt auch eine Rolle. Aber wie gesagt, die Größenordnung ändert sich dadurch nicht. Das muss man auch sagen. Also wenn ich jetzt sage, dass das vielleicht ein Drittel dieser Toten sind und ich rede andererseits über eine Größenordnung, nicht, dann sage ich ja auch nicht, ob das 1,5 Promille ist oder 0,5 Promille. Nicht? Also da muss man immer die Kirche auch in der Hinsicht im Dorf lassen. Aber das ist eben halt so, das sind vergleichbare Größenordnungen, die man dort hat. Und das heißt für mich, dass es eben halt, sagen wir mal, die Covid-Erkrankung erzählt für mich dann eben halt zu den seltenen Erkrankungen, während die Infektion natürlich alles andere als selten ist. Ja? Das ist aber, ich sag mal, das ist Nomenklatur und so, wie man sich dazu stellt. Nicht? Ich selbst zum Beispiel habe jetzt keine besondere Angst vor Covid, aber natürlich ist es für mich sozusagen, da ist immer auch ein kleiner, auch dieses Verhältnis, das ändert sich ein wenig. Also ich bin jetzt schon in der nächsten Altersgruppe und auch dieses Verhältnis verschlechtert sich dann so auf 15 Jahre um ungefähr den Faktor 2. Das heißt, die relative Gefahr, die für mich von Covid ausgeht, ist dann schon ein bisschen größer als die relative Gefahr, die für Sie von Covid ausgeht. Aber dennoch, ich meine, ich kann jetzt nicht, oder ich würde nicht mein ganzes Leben nach dieser Gefahr ausrichten.
Jetzt würde ich noch mal gerne von Ihnen wissen, wie das weiterging, Herr Professor Luckhaus. Sie haben Ihre Ergebnisse dann ja versucht, auch dementsprechend an die richtigen Stellen zu platzieren. Ja. Und dann aber auch irgendwann die Entscheidung getroffen, gesagt, Sie kehren der Leopoldina den Rücken. So ist es. Das ist ja keine einfache Entscheidung wahrscheinlich. Nein, das ist mir nicht ganz so einfach gefallen, weil ich eben, ich war ja auch schon Mitglied, bevor die Leopoldina sich die Politikberatung aufs Banner geschrieben hat. Und ich habe das als sehr stimulierend empfunden, mit Leuten aus anderen Fachbereichen innerhalb und jetzt der Naturwissenschaften vor allen Dingen, aber auch eben halt teilweise etwas weniger mit Medizinern eben halt sprechen zu können. Und ich bin auch nach wie vor noch Mitglied einer anderen Akademie, wo ich auch sogar mit den Geisteswissenschaftlern sprechen kann. Das habe ich immer als sehr positiv empfunden. Aber ich war über diese Einseitigkeit der Ad-hoc-Stellungnahmen und vor allen Dingen darüber, dass das als ein sogenannter Konsens der Wissenschaft verkauft wurde, da war ich entsetzt. Und ich habe wirklich vieles versucht. Ich bin ja aufgefordert worden für die Publikation Nova Acta Leopoldina Live etwas zu schreiben. Ich habe zwei Anläufe genommen. Das sind dann englische Preprints geworden, die man immer noch auf dem Server, also Preprint-Server des Max-Planck-Institutes in Leipzig abrufen kann. Und ich habe dann aber auch versucht, als das abgelehnt, also es wurde abgelehnt, das überhaupt in die Begutachtung zu geben. Mit welcher Begründung? Also mit der Begründung, dass also eine Begründung, die ich hatte, das war eine inoffizielle Begründung, das habe ich ja in meinem Video auch gesagt, dass die das alles ja der Stellungnahme der Gesellschaft für Virologie. Das ist sowas zwischen wissenschaftlicher Vereinigung und Lobbyvereinigung widerspreche. Das tut es auch. Aber das andere, was eben halt auch immer wieder kam, war, ich sollte sozusagen von meiner Seite her keine Empfehlungen zu keiner aktuellen Handlungsempfehlungen geben. Das tue ich natürlich. Ja. Ich hatte die aktuelle Handlungsempfehlung gegeben, dass es kontraproduktiv ist, im Sommer die Weitergabe der Epidemie zu verhindern, weil ich eben halt nach diesen mathematischen, ich will mal so sagen, weil diese mathematischen Modelle alle vorhersagen, dass es einen negativen Rückkopplungseffekt gibt. Das heißt also, wenn man mit weniger Immunisierung startet in die Grippesaison. Und man hat dann eben halt aufgrund der saisonalen Effekte, hat man einfach immer im Winter, wenn die Grippesaison kommt, hat man immer einen sehr hohen, sehr große Welle. Nicht? Und im Sommer sieht man normalerweise nicht so viel. Dieser Effekt führt dazu, dass man am Anfang hat man weniger Leute infiziert. Aber am Ende hat man durch diesen negativen Rückkopplungseffekt weniger bei den sozusagen in den Bundesländern, wo es im Sommer mehr Infektionen gegeben hat, am Ende des Winters, also Mitte Februar, weniger Fälle als in den Bundesländern, in denen es wie zum Beispiel in Sachsen, wo ich ja jetzt herkomme, gelungen ist, praktisch die Infektion den ganzen Sommer über auf Null zu halten. Also nicht ganz auf Null, aber fast auf Null zu halten. Sachsen hat jetzt nun mal doppelt so viele Fälle und auch doppelt so viele Tote pro Bevölkerung wie Schweden. Und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist in England genauso gewesen. Nun muss man ja auch, Entschuldigung, wenn ich das noch sage, auch noch mal sagen, dass der positive Test ja auch nicht gleich Infektion bedeutet. Doch. Da bin ich anderer Meinung. Okay. Also ich bin... Das finde ich jetzt sehr interessant. Ja, also ich will jetzt das Folgende sagen. Diese PCR-Tests, die wir jetzt haben,
Die kann man natürlich auch, man muss immer bei Tests sagen, man kann die so fahren, dass die Tests eben halt, man sagt, an Spezifizität verlieren. Das heißt, dass sie auch falsch positive Testergebnisse haben und dadurch natürlich ausschließen, dadurch gewinnen sie an Sensitivität. Das heißt, man hat eben halt weniger falsch negative. Das ist immer so ein Abwägen. Aber so wie diese Tests bei uns gefahren werden, denke ich, ist es so, diese PCR-Tests werden normalerweise gefahren bis zu einem Cycle-Threshold von ein bisschen, höchstens ein bisschen mehr als 40. Wenn Sie diesen Cycle-Threshold haben, bin ich ganz sicher, Sie hatten irgendwann mal diese Infektion. Aber das heißt nicht, dass Sie jetzt in diesem Moment infektiös sind. Ja? Denn das kann ein Bruchteil sein von dem Virus, das irgendwie noch, das ist ja nur immer ein Teil des Virusgenoms, also von der RNA, was detektiert wird. Und dieser Bruchteil, der ist wieder hochgekommen aus der Lunge oder sonst wie, aber Sie atmen keine Viren mehr aus. Mhm. Ja? Also Sie sind nicht, oder auch da könnte ich jetzt noch präziser sein, Sie sind nicht aerosolinfektiös. Ja? Und das ist die Hauptquelle der Infektion. Nicht? Also einfach ausgeatmete Viren, möglicherweise mit ein paar bisschen Wasserhaut drumherum oder vielleicht auch ganz trocken, die Sie, oder Viroide sagt man, winzige Partikel, die Sie einfach in Ihrer Atemluft von sich geben. Und das ist eben halt im Prinzip, wenn der Virus noch ganz ist, dann ist er infektiös. Wenn das nur diese Bruchteile sind, die Sie dann noch feststellen, dann ist er natürlich nicht infektiös. Ja? Also das sind zwei Paar Stiefel. Sie sagen Ihnen schon, dass das so ist. Und es geht sogar so weit, dass ich der Meinung bin, statistisch gesehen können Sie sagen, dass diese, wenn Sie einen, aber das ist wirklich jetzt nur, ich will mal sagen, für drei Viertel der Fälle, wenn Sie einen CT-Wert haben, der weniger ist als 37, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Infektion weniger als 6 Tage zurückliegt. Ja? Also das glaube ich auch. Das ist aber jetzt, wie gesagt, das ist nur sehr wahrscheinlich, das sicherlich nicht, da gibt es keine Sicherheit dafür. Aber das wird in drei Viertel der Fälle, wird diese Aussage richtig sein. Also diese Tests, die sagen schon wirklich etwas. Für den Antigen-Test, da habe ich einfach keine Daten gesehen, da kann ich gar nichts zu sagen. Und diese T-Tests, da habe ich nur sogenannte, wie nennt man das, proprietäre Daten gesehen. Also die Hersteller haben was dazu gesagt. Aber das scheint auch etabliert zu sein. Ja, die sind ja auch zugelassen jeweils. Aber an der Stelle würde ich jetzt gerne noch mal nachfragen an den Mathematiker. Je mehr ich teste, umso mehr ist doch auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann positive finde. Klar. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Interesse daran hätte, das es möglichst dramatisch aussehen zu lassen, dann teste ich einfach übermäßig viel. Andersrum dann gesagt, muss ich viel testen. Ja. Höre ich auf zu testen? Ja, ich komme vielleicht jetzt mal zu dem, was ich in diesem Video, was Sie gesehen haben, auch angesprochen habe. Das ist ja ein ganz spezifisches eine ganz spezifische Studie, die im Frankfurter Raum gemacht worden ist und im Auftrag sozusagen von mehreren ÖPNV-Verbänden. Federführend war, ich glaube, das baden-württembergische Ministerium. Mhm. Auf dessen Webseite finden Sie auch die Studie. Können wir auch hier wieder verlinken. Ja. Und in dieser Studie hat man eben halt das Folgende festgestellt. Man hat 730 Personen am Anfang irgendwie angeschrieben, oder man hat mehr angeschrieben, 730 sind gekommen. Man hat die einfach mit zwei Methoden nachgetestet. Ja. Das eine war der PCR-Test und das andere war der Antikörpertest, der IgG-Antikörpertest. Und da hat man eben halt gefunden, 35 Leute hatten den Antikörpertest positiv. Also die hatten es, da kann man auch sagen, die hatten es mit Sicherheit gehabt. Und drei hatten eben halt, waren PCR positiv. Also da lag das noch nicht so weit zurück. So, und jetzt hat man rausgenommen.
Also die Positiven hat man rausgenommen, dann waren ein paar, die sind dann auch später nicht mehr erschienen, gibt es natürlich auch. Man hat, am Ende hat man nochmal 666 Personen gehabt, die hat man nochmal vor 5 Wochen verfolgt. Und am Ende haben wir nochmal einen Test gemacht und haben unter diesen 666 Personen hat man jetzt insgesamt nochmal 4 PCR-Positive gefunden. Aber diese 4 PCR-Positiven, die hat man eben halt bemerkenswerterweise nicht gefunden, indem man am letzten Tag nochmal getestet hat, sondern 3 von denen hat man gefunden, weil die dauernd Fragebögen ausfüllten und die hatten ein typisches Symptombild. Und bei diesen Symptomatikern hat man es dann sozusagen auch tatsächlich nachweisen können. Die hatten es auch wirklich. Ja? Man hat natürlich auch welche gehabt, die hatten es dann nicht. Aber diese 3 hatten es. Und an dem letzten Tag, als man nochmal einen Test durchgeführt hat, da hat man nur noch einen entdeckt. So, wenn Sie sich das jetzt angucken, erst diese 3 und dann irgendwann diese 4 über die ganze Zeit, komme ich zu dem Schluss, dass es sehr wahrscheinlich ist, egal an welchem Tag Sie getestet hätten, Sie hätten nur 2 PCR-Positive gefunden. Ja? Also das ist so ungefähr das, was, das hätte natürlich geschwankt. Sie hätten irgendwann mal 3, irgendwann mal 2. So, und jetzt heißt das für mich auch wiederum, dass sich innerhalb dieser 5 Wochen nicht so viel getan hat. Ja? Also es ist, die Situation ist nicht dramatisch anders als vorher. Und das sind jetzt ganz einfache Rechnungen. Also da muss ich nichts erklären über Volterra-Gleichungen oder so. Das sind ganz einfache Rechnungen. Was heißt das? Also das heißt, von diesen 27 Personen, die es insgesamt hatten, hätten sie an, über 5 Wochen, hätten sie an einem Tag im Schnitt 2 gefunden. Und dann können Sie ja ausrechnen, wie lange hatten die das im Schnitt. Ja? Und dann kann man sagen, okay, die hatten das im Schnitt zwischen 3 und 4 Tagen. Ja? Muss man einfach durchdividieren, dann kommt man dahin. Mhm. So, wenn die das jetzt in dem Schnitt zwischen 3 bis 4 Tagen haben, das ist extrem wenig. Vielleicht ja sogar noch weniger. Nicht? Denn diese 2 sind schon ein bisschen vorsichtig, die ich annehme. Und ich muss dazu sagen, das ist auch interessant, von den 3 Leuten, die man am ersten Tag gefunden hat, war einer sowohl PCR-positiv wie Antibody-positiv. Das heißt, den hat man sozusagen in diesem kleinen Fenster gefunden, wo der eine noch anspricht und der andere schon anspricht. Das ist etwas, was bei einer Erstinfektion, beide Zahlen sind etwas, die bei einer Erstinfektion eher ungewöhnlich sind. Und das heißt für mich, das war keine Erstinfektion, das war eine Zweitinfektion. Die hatten es all schon gehabt. Die haben jetzt mit dem englischen Virus eine Reinfektion gehabt, aber es ändert sich natürlich etwas. Ja? Das heißt, der Verlauf, bis das Immunsystem jetzt so viel Antikörper produziert hat, dass es sozusagen das alles, alles abtötet, stimmt auch nicht. Also jedenfalls, dass es praktisch die Infektion zum Stillstand bringt, dass diese Zeit ist sehr viel kürzer. Wahrscheinlich ist sie sogar nur noch halb so kurz. Und die Antwort ist sogar noch stärker vorverlagert, weil man eben halt sagen kann, es ist ganz selten, dass jemand, der eine Erstinfektion hat, eine nennenswerte Antikörperantwort vor 5 Tagen hat. Das sehen Sie auch aneinander. Und wenn Sie das jetzt mal zusammenfassen, ja, also mit allem, was Sie in diesen letzten knapp, na, 1,5 Jahren sind es noch nicht ganz, aber 16 Monate ja, jetzt erforscht haben quasi, zu welchem Ergebnis kommen Sie? Also jetzt mal auf alle. Ich sage es einfach, ohne auf das Detail einzugehen. Also der erste Punkt ist, wie gesagt, wir haben definitiv ein sehr geringes Sterblichkeitsrisiko unter diesen Verhältnissen, die wir eben halt im April hatten oder die wir auch jetzt in der April 2020 hatten oder auch jetzt in dieser Winterwelle hatten. Dieses Risiko geht nochmal zurück, zumindest solange, ja, da muss ich das so sagen, solange wir jetzt mit der britischen Variante noch kämpfen, bei den anderen, da könnte es sein, dass sich das schon nochmal auch wieder ein bisschen schlechter aussieht. Die Sterblichkeit, das ist aber etwas, was mich auch sehr stark überrascht hat,
Die Sterblichkeit im Sommer ist um eine Größenordnung noch mal geringer. Und da möchte ich jetzt auch dann noch mal eine ganz kurze Zahl oder zwei Zahlen erwähnen. Bitte. Diese zwei Zahlen sind der Unterschied, den man hat zwischen Singapur und Island, zwei Länder, in denen man eine sehr hohe Detektionsrate hat und in der, soviel ich weiß, auch die Leute immer obduziert werden, sodass man also im Prinzip müsste man diese Case-Fatality-Rates sind zwar, aber die müsste man miteinander vergleichen können. Naja, und dann ist eben halt das in Island so in der Größenordnung von 4 bis 5 Promille und in Singapur ist es 0,6 Promille. Also ein Faktor 10. Und diesen Faktor 10, ich glaube, den kann ich auch nachweisen für die Leute, die sich hier in Deutschland in den Sommermonaten in den Bundesländern Hessen und Bayern infiziert haben. Und dafür gibt es auch mehrere andere Hinweise. Das heißt also, Wärme hilft, um es mal... Wahrscheinlich hilft nicht Wärme, sondern es hilft wahrscheinlich UV. Also in verschiedener Hinsicht hilft UV. Aber im Winter sind wir in einer schlechten Situation. Manche Leute hängen ja sehr dieser Vitamin D-Theorie an. Das wäre eine Erklärung, nicht? Denn man hat sicherlich im Winter leicht schon mal eine Vitamin D-Defizienz. Andere Leute würden eher sagen, dass das UV-Licht natürlich auch Viren tötet. Auch das ist etabliert. Und ich würde sagen, es gibt noch einen dritten Punkt. Das ist ein Punkt, auf dem ich sehr, wir haben, ich glaube, eben den Namen im Gespräch vorher erwähnt, Herr Dr. Wolfgang Wodak. Genau, richtig, ja. Der hat mich darauf gebracht. Es gibt eben halt, man sollte eigentlich immer nachprüfen, ob die Leute nur an Covid erkrankt sind oder auch zusätzlich an einem anderen Virus, also eine zweite Virusinfektion haben. Denn es sieht ganz so aus, als ob dieser Virus sich so ein wenig verhält, man nennt das in der Medizin wie ein Opportunist. Das heißt, er ist meistens, für die meisten Leute und so weiter, also alles wieder nur statistisch gesehen, harmlos. Aber wenn das Immunsystem geschwächt wird, und das kann eben halt auch durch eine andere Infektion sein, dann verhält er sich so wie diese Krankenhauskeime, wie der Pseudomonas oder so. Das heißt, er führt dann zu einer Lungenentzündung. Und bei dem Virus ist es schlecht behandelbar, weil man eben halt nicht mit Antibiotika gegen Viren vorgehen kann. Bei Pseudomonas deshalb, weil der eben halt resistent ist. Aber das ist so ein Punkt. Nicht? Aber das wäre jetzt trotzdem ja kein Grund, um die ganze Welt dauerhaft in Angst und Schrecken zu versetzen und einzusperren. Nein, aber es wäre ein Grund, noch mal genau hinzugucken, was sind die Ursachen, die Krankheit in manchen Fällen so gefährlich machen und in anderen Fällen nicht. Und es wäre auch ein Grund, nochmal verschiedene Behandlungsprotokolle, also sowohl, ob man Vitamin D-Substitution überhaupt nicht durchführt oder doch, sich anzugucken und was die bewirken, und zwar auf einer statistischen Basis. Das heißt, man müsste wirklich klar sagen, was ist mein Behandlungsprotokoll? Fange ich an, diese oder jene Beatmungsmethode bei dieser oder jenen Untersäuerung anzuwenden? Alles müsste etwas quantitativer gemacht werden. Aber also, das wird es ja anscheinend nicht, oder es soll es nicht, oder? Soll nicht, das weiß ich nicht. Es gibt auch sozusagen, es gibt eben halt, es ist sehr schwer, generell in der Medizin eine hohe Akzeptanz für dieses, was manche Medizinstatistiker nennen, das evidenzbasierten Methoden zu erzeugen. Es ist einfach noch vielfach diese Vorstellung, dass der einzelne Arzt sozusagen seiner individuellen Diagnose des individuellen Patienten vertraut. Das ist eine Einstellung. Und
das stimmt ja auch. Nur wenn ich das auf eine große Zahl von Fällen anwende, dann stimmt es eben halt nicht. Und das weiß man auch. Das hat man in anderen Fällen längst nachgewiesen, auch bei Krebsbehandlungsmethoden oder auch bei nur Vorsorgemethoden wie Früherkennung von kindlichem Hodenkrebs oder so. Man muss eben halt sich Statistik angucken. Wenn man das gut macht, dann kann man dadurch Behandlungsmethoden verbessern. Und wenn man das gut macht, dann rettet man damit auch Leben. Es gibt diesen Spruch, wer die Musik bezahlt, der bestimmt, was gespielt wird. Gilt das auch für die Wissenschaft? Darüber würde ich mit Ihnen gerne zum Schluss dieses Gespräches noch sprechen. Also wie ist da Ihre Einschätzung? War das schon vor Covid-19? Selbstverständlich. So? Wir haben in Deutschland unterschiedliche Finanzierungswege. Und es gibt solche Wege, die etwas resistenter sind gegenüber Modeströmungen oder auch direkter politischer Beeinflussung. Also zum Beispiel, ja, bei uns ist das die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die ist schon etwas resistenter. Und dann gibt es andere, die eben halt direkt an irgendwelchen Ministerien hängen. Die spielen ja auch eine Rolle. Das ist dann teilweise auch zusammen mit Industrieunternehmen. Da ist auch nicht immer was gegen zu sagen, aber das ist natürlich schon dann, da gibt es mehr, ich will mal sagen, Feedback von der Art, wie Sie sagen. Also wer die Musik bezahlt. Ne, der kann auch sagen, was gespielt wird. Aber sagen Sie noch mal, wie kommen wir aus Ihrer Sicht jetzt da raus? Also wie kommen wir wieder in eine Normalität zurück? Wird es wieder eine Normalität geben oder müssen wir befürchten, dass es schwierig bleibt und dass wir jetzt in Zukunft uns permanent vor Viren werden schützen müssen? Es ist so, dass, doch, da sage ich auch noch was dazu. Es gibt ja sozusagen diese Art, die Gruppe, die jetzt die Impfung so stark propagiert, obwohl, wie gesagt, diese Immunität aus der Impfung nicht so besonders groß ist. Das ist eine Gruppe mit einem schon auch mit, also das zunächst einmal ist es ein wissenschaftliches Konzept, ein ernstzunehmendes wissenschaftliches Konzept. Das hat einen Namen im Englischen, das heißt Gain of Function. Das ist der Versuch im Tiermodell, meistens mit genetisch modifizierten Mäusen, nachzuspielen, was in der Natur auch passiert, dass ein Erreger, der von einer Spezies zur anderen wechselt, dann auf dem Wege von, ich will mal sagen, eigentlich ist es das alte Mutationsselektion, jedenfalls ist das, was man weiß, eben halt zusätzliche, das ist dieser Gain of Function, zusätzliche, chemische Eigenschaften gewinnt, die ihn besser an die neue Spezies anpassen. Und dadurch wird er für die neue Spezies, wo er vorher nicht drin war, wird er gefährlicher. Und bei diesen Mäusen, die sind eben halt teilweise, man nennt das humanisiert. Also die haben gewisse Gene, die eigentlich menschliche Gene sind, in sich. Die sind also so etwas wie Versuchsmenschen. Ja? Das heißt, man lässt das um sozusagen, man macht künstlich etwas, was man glaubt, was dasselbe ist, was in der Natur passiert, um vorherzusagen, was demnächst passieren wird. Meine persönliche Einstellung dazu ist, in der Form ist das zum Scheitern verurteilt, weil es einfach zu viele Möglichkeiten gibt. Ja? Aber das wird gemacht und auf diese Weise werden auch Impfstoffe versucht zu entwickeln für die jeweils nächste Grippewelle. Denn dieses Problem, was der Covid-Impfstoff hat, das hat jeder Grippe-Impfstoff auch. Ne? Influenza, das mutiert wie wild. Und gar nicht gesagt, dass der Grippe-Impfstoff, mit dem Sie sich jetzt impfen lassen, dass der noch irgendetwas bewirkt gegen die
die Variante, die jetzt in 2 Monaten gerade Ihnen begegnet. Ich habe mal irgendwas von einer Trefferquote von 15% gehört. Aber ja gut, aber da habe ich jetzt keinen, ich habe einfach keine Zahlen angeguckt. Aber es ist jedenfalls so, es gibt wahnsinnig viele Mutationen, die natürlich mit unterschiedlicher Häufigkeit vorkommen. Und wenn Sie die häufigsten gerade erwischt haben, ist ja gut. Ne? Aber das wirklich alles vorherzusagen, erscheint mir unmöglich. Und es ist auch irgendwie lebensfremd, sich danach zu richten. Also das ist ja... Das ist auch wahr. Es ist in gewisser Weise, ist es natürlich auch da, bin ich, ja, da bin ich ein bisschen vorsichtig mit dem Wort lebensfremd oder nicht lebensfremd. Jede Impfung ist in gewisser Weise lebensfremd, aber Impfungen helfen uns natürlich schon sehr. Ne? Nur gerade im Fall dieser Covid-Impfung oder dieser Grippeimpfungen ist der positive Effekt doch sehr beschränkt, muss man sagen. Das ist eben halt nicht wie bei der Pockenimpfung. Es ist auch noch nicht mal wie bei der Masernimpfung, obwohl man da natürlich auch sagen muss, auch Masern sind natürlich eine Infektion, die nur sehr selten bei Kindern eben halt zum Tode führt. Schon mal häufiger natürlich Schäden hinterlässt, das stimmt schon. Wenn Sie jetzt noch einen Appell an die Politik richten dürften, was würden Sie denen sagen? Ich glaube, ja, Herr Spahn könnte zum Beispiel... Öffnen Sie sich der Debatte. Laden Sie widerstrebende Meinungen ein und versuchen Sie sich auf diesem Wege ein Bild zu machen und diskutieren Sie aber auch untereinander. Also ich würde insbesondere den Abgeordneten des Bundestages empfehlen, sich nicht sozusagen von ihren jeweiligen Gesundheitsexperten oder Fraktionsvorsitzenden einfach erzählen zu lassen, was passiert. Gucken Sie sich doch einfach mal das an, was verschiedene Leute dazu sagen, geschrieben haben. Diskutieren Sie mit denen und diskutieren Sie untereinander. Dann wäre schon viel gewonnen. Und diskutieren Sie bitte schön auch nicht nur in Ihrer Partei, sondern machen Sie mal den Sprung und gehen Sie auch zum politischen Gegner und reden Sie mal mit dem. Vielleicht gewinnen Sie auch dann noch was. Und ich glaube, unser Bundesgesundheitsminister könnte auch gut mathematische Nachhilfe gebrauchen. Er hat auch neulich erst gesagt, es ist bald jeder Vierte geimpft und bald wird es schon jeder Fünfte sein. Naja. Gut, aber das ist, wie man so sagt, ein Lapsus. Ja, ganz ehrlich zu sein, ich könnte mich auch schon mal vertun, wenn ich was hinschreibe. Also das ist nicht ganz so schlimm. Nein, aber das Eigentliche ist, dass man eben halt solche Sachen, und das ist nicht, sind nicht nur die Politiker, das sind eben halt auch manchmal die Leute, die Politik beraten. Dass sie die wir übrigens auch hierher einladen. Also ich möchte es immer wieder an dieser Stelle sagen, auch Herrn Spahn und andere haben wir schon häufig hierher eingeladen, bisher noch ohne Erfolg. Naja, aber vielleicht ändert sich das ja mal. Ne? Und der Punkt ist eben halt, dass man, das regt mich auf, dass man auch ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel das, was ich eben gerade erklärt habe über die Dauer der PCR-Sichtbarkeit oder so etwas, dass man auch solche Sachen einfach nicht zur Kenntnis nimmt. Ja? Es gibt, manches ist schon kompliziert, manchmal vertut man sich, aber es gibt auch Dinge, die werden einfach nicht zur Kenntnis genommen, weil sie dem widersprechen, was man vorher laut und deutlich behauptet hat. Ist das dann Böswilligkeit oder ist das Unfähigkeit oder ist das die Angst, das Gesicht zu verlieren? Das Letzte spielt eine große Rolle. Und ich bin außerdem der festen Überzeugung, das passiert manchmal noch nicht einmal ganz bewusst. Da ist auch viel Selbstbetrug dabei. Bevor man andere betrügt, betrügt man sich erstmal selber. Weil wir es schwer damit haben, Fehler einzugestehen. Ja, das stimmt. Gebe ich aber auch zu. Immer. Ja, ist schwierig, aber ist immer schwierig. Es ist auf jeden Fall das, was uns allen sehr helfen würde, wenn wir eine bessere Fehlerkultur bekommen. Wenn wir uns auch darüber untereinander unterhalten. Und man muss ja nicht unbedingt am Ende einer Debatte direkt sagen, ach, in dem Punkt hast du recht. Man kann ja auch erst noch mal sich zurückziehen und darüber im stillen Kämmerlein nachdenken. Aber wenn man diese Debatte führt und dann vielleicht noch mal eine Debatte nächstes Mal, meistens hat sich die Einstellung ein klein wenig geändert. Ganz unbelehrbar
sind nur wenige Leute. Das ist ein optimistischer Gedanke. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Professor Dr. Luckhaus, dass Sie hier nach Hamburg gekommen sind und dass Sie uns das so ausführlich und detailliert geschildert haben. Wir werden einiges verlinken unter diesem Video, auch unter anderem Ihre Kurzvorträge, die Sie auf YouTube gesendet haben. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal an dieser Stelle hier bei Fairtalk TV. Und denkt dran, wir brauchen eure Unterstützung für dieses Projekt. Alle, die uns unterstützen, vielen Dank. Alle, die das noch nicht getan haben, alle Infos dazu gibt es hier auch ebenfalls unter diesem Video. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Danke Ihnen. Gute Nacht. Auch. Danke. Tschüss. Kurz. Nachgefragt.